mal, Philipp. Go on. Wir versuchen uns hier mit meinem Handylicht ein bisschen zu behelfen. Richtig professionelle Filmbeleuchtung, weil, wie man ja unschwer erkennen kann, es ist sehr, sehr dunkel. Und wir sind zurück sozusagen bei den frühmorgendlichen Workouts, nachdem ich ja dann doch eine Woche lang zumindest die Hälfte der Woche alternativ trainieren musste, wegen meines Knöchels, jetzt mich wieder so ein bisschen reingefunden habe. Und heute Morgen geht es mal wieder zurück mit Julian Wanders Trainingsgruppe. Amanal wird uns begleiten. Er wird wahrscheinlich auch nur einen Teil des Programms mitmachen, weil der am Wochenende einen Halbmarathon läuft. Für mich wären jetzt 40 Kilometer heute Morgen, glaube ich, auch nicht ganz realistisch, vor allem nicht mit Julian und Erik Kiptanui. Aber ja, ich werde mal gucken, wie das heute läuft. Im Prinzip, Programm des heutigen Tages ist für die Big Boys 40 Kilometer. Und Grundtempo sollte, ich bin mal gespannt, ob es dabei bleibt, Grundtempo sollte 3,45 sein. Und quasi jeder fünfte Kilometer schneller. So ein bisschen, ja, Fahrtspielcharakter auf jeden Fall. Und ja, für mich wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn ich da die Hälfte mitkomme. Schauen wir mal, wie das nachher so läuft. Und ja, jetzt fahren wir erstmal zum Treffpunkt. Wir haben jetzt gerade für euch zu Hause 5.15 Uhr. 4.30 Uhr hat schon der Wecker geklingelt. Und ja, dann fahren wir etwa 20 Minuten zur Moy Ben Road. Das ist ein bisschen niedriger, 2200 Meter. Ihr kennt das vom 40 Kilometer Long Run Video. Und da geht's dann weiter. Hast du komisch reingeguckt? So. Thank you.
Jamigani, na ungana na Jamigani, ene ugali. Lincoln, no. Nilichanganyiko maalum sera upande mmoja upande mwingine unapata kwamba ni masuala ambayo hayana muhimu. Yaani tumesikia pia baadhi ya Very good. Yes, man. Leute, wir sind zurück hier im Carrier View, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann. Geduscht und kommen gerade vom Frühstück, insofern alles gut soweit. Ja, was soll ich sagen? Training habt ihr jetzt schon gesehen, war soweit für mich überraschend gut nach der Geschichte mit meinem Knöchel. Und ja, bin happy, dass ich sogar ein bisschen mehr geschafft habe als Renato mir auf den Plan geschrieben hatte. Ich bin noch glücklicher darüber, dass der Knöchel soweit überhaupt keine Probleme gemacht hat und ja, hoffe, dass ich jetzt wieder gut ins Training finde für die verbleibenden 2 Wochen, die ich jetzt noch hier bin und das Beste machen kann aus der Zeit, die hier noch ansteht. Und natürlich werden wir versuchen, euch da auch dementsprechend wieder weiter mitzunehmen. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge.